das Holz, ne? Hm. Mensch, es regnet in den Laderaum. Erstaunlich. Schon strange, ne? Ein bisschen. Spielt ihr jetzt morgen eigentlich Dingens hier? Hand, jo. Besuch für Osterfeuer morgen. Sonst hätte ich auch eine Runde mitmachen können. Na, bei uns ist Sonntag für Osterfeuer. Wobei ich da auch gucken werde. Also wenn so ein Wetter ist wie heute, dann werde ich es wahrscheinlich auch eher sein lassen. Dann bleibe ich hier mit dem Arsch zu Hause. Aus dem Alter bin ich dann doch raus. Um mich da im Regen hinzustellen. Mhm. Aber wenn es zumindest trocken ist, auch schön so ein paar Bierchen, Bratwurst, Obstler. Hey, warum nicht? Also morgen soll bei uns richtig geil werden hier. Na, mal gucken. Also über Ostern haben sie jetzt nicht so geiles Wetter angesagt bei uns. Bei uns ist morgen sonnig, 21 Grad. Glaube ich. Ha. Irgendwie sowas sagte meine Frau vorhin. Ich konnte es erst nicht glauben. 21 Grad fand ich ein bisschen hart, aber... Ach, da waren wir. Aber da sage ich natürlich auch nicht nein, ne? Also. Um Gottes Willen. Wo sind sie denn da? So. Then can we do the other side? So. Ach, das ist schwer Holz, alle. Das ist. Ah, zum Kotzen. Moin, Zeitdieb. 21 Grad soll's hier auch werden. Ja, ahoi, ihr Landratten. Du alte Kielratte. Ja, ist doch cool. 21 Grad. Wo kommst du denn her? Weil hier ist so. Wo ist denn hier? Das wäre cool zu erfahren. Nördliches NRW. Gar nicht so weit weg von uns hier. Okay. Ganz viele Eier, die wir eh nicht brauchen. Ich habe die Eier jetzt letztens auch immer nur hinten in den Biokraftstoff reingepackt. Ja, why not? Why not? Ne? Dafür sind sie dann ja auch gut. So. Ne, hier ist leider auch nichts drin. So. Ist auch wieder ein bisschen Holz zusammengekommen, aber auch noch nicht alles.
Genau, das Ding muss ja noch raus. Und dann müssen wir ja noch so eine Dings bauen. Wo war diese, die wir gekauft haben? Hm? Also die müssen wir wieder kaufen, ne? Diese Planke, diese... Ach so, jo. Okay, dann müssen wir nochmal... Können wir nicht herstellen. Dann müssen wir demnächst nochmal zum Händler. Eine brauche ich davon noch. Jo. Macht ihr denn bei euch denn auch Osterfeuer morgen, Zeitdieb? Oder geht ihr zu einem Osterfeuer, was bei euch vielleicht gemacht wird? Ich nicht. Okay. Ja, wir sind schon recht weit. Es ist auch im Endeffekt, ist das hier so der Abschlussstream von Raft. Weil wir eigentlich fertig sind. Wir bauen eigentlich nur noch so ein bisschen um. Genau. Hübsch machen, ne? Ich finde immer noch mein Schaluppensegel für dieses Boot von texanischer Größe. Das ist einfach mega. Okay. Die Bäume brauchen noch. Mein Leuchtturm steuert gerade mal aufs erste Story-Ziel hinzu. Ah, okay, hast auch also gerade erst angefangen mit dem Spiel. Cool. Also die Story ist auch... Lohnt sich, ne? Also ich fand die jetzt cool umgesetzt. So. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ja, es ist jetzt kein The Last of Us 2, aber... Ne? Es ist für ein Indie-Spiel... Mega nett gemacht. Coole Einfälle dabei. Also da kannst du dich noch auf was Schönes freuen. Jo. So, ist er jetzt gerade ausgerichtet? Sieht so aus. Reicht immer noch nicht, glaube ich, ne? Nee, reicht noch nicht. Aber bald. Dann haben wir wenigstens hier hinten schon mal alles mit Wände voll, ne? Das ist gut. Oh. Na, wenn wir schon gerade auf eine Insel zulaufen, dann schlage ich mal ein bisschen Holz. Ah, okay, also neuer Durchgang. Also du kennst die Story schon. Hm. Okay. Ja. Dann. Oh, eventuell musst du gleich mal den Anker werfen. Ich glaube, das Schiff dreht sich gerade um die Insel. Sonst hänge ich hier fest. Was denn? Du müsstest mal den Anker werfen, glaube ich, sicherheitshalber. Mach ich. Ich bin unterwegs. Ich dachte, ich kann hier mal kurz ein bisschen Holz farmen, aber dann hat das Schiff plötzlich angefangen, sich zu drehen. Du machst einen Leuchtturm. 32 mal 32. Oha! Hab mir gesagt, pro Etage des Leuchtturms ein Story-Ziel. So. Du bist ja genauso verrückt wie ich. Ich baue ja auch immer, ich sag mal, groß. Wenn heute mehr Leute im Chat wären, die sind aber leider wohl heute alle bei Familie, die würden sagen, ja, bei Sons of the Forest haben wir es gesehen. Ich muss mich mal kurz muten, mein Telefon klingelt. Bin gleich wieder da. Mhm. So, dann schauen wir mal. Chats, dann gucken wir mal, was wir hier machen. Erstmal, ich hoffe, das funktioniert hier so. Jawohl. So, dann lichten wir mal den Angel, damit wir weiter können. Und hoch damit. Hoch damit und raus mit ihnen. Ach, komm, als ob.
Ne? Komm, dreh dich rum. So ist brav. So, jetzt müssten mich alle wieder hören. Da ruft mich der Lieferservice, wo ich Essen bestellt habe, an. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich mache jetzt gerade dein Essen fertig. Ah. Toll. Ich dachte jetzt, der will was Wichtiges, weißt du, irgendwie irgendwas ist nicht da oder so. Sonst wäre ich doch nicht rangegangen. Trüffel ist leider aus. Genau, Trüffel ist leider aus. Zeitdieb. Ich bin, wenn es ums Bauen geht, auch immer ein bisschen crazy. Meine Community weiß das. Zuletzt in Sons of the Forest eine Mega-Villa. Nur eins. Mit auch, nennen wir es Leuchtturm, von mehreren Etagen gebaut. Das war schon krasses Mammut-Ding. Muss man sagen. So, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich komme nicht weiter. Er und sein Holz. So, das ist doch nicht gerade hier. Seil aufnehmen. So. Jetzt habe ich noch einen. Ups. So. Was ist denn hier für eine Kartoffel drin? Und das hin? Nicht ganz. Shit. So. Schrott. Gut. So, wie sieht das eigentlich aus? Schulle ist... wollen wir mal eine große Insel ansteuern, dass wir mal einmal so eine Dings kaufen können? Können wir. Kann ich das nämlich fertig bauen da? Was sagt er denn hier? Große Insel, 629 Meter. So, die haben wir austauschen. Flupp. Quatsch. Da geht's zum Aufladen. Ui, ich krieg einen Drehwurm. Da ist ja die Müllpresse. Ja, genau, ganz hinten in der Ecke. Oh, ein Stück noch. Ah. Müllpresse voll. Nun. Der muss ich wohl erstmal arbeiten, wa? Jo. Gucken wir mal. War das eigentlich eine große oder eine kleine? Weißt du das? Was jetzt? Diese Zugbrücke. Im Zweifel eine große. Gibt es überhaupt eine kleine? Ja, es gibt zwei verschiedene. Ich glaube, das war schon eine große, ne? Joa. Ah, ich guck mal, ob ich das rausfinden kann. Das. 4, 5. Shit. 3, 4. Moment mal. Und wieder Holz hacken. Wie groß wird denn dein Leuchtturm dann stockwerktechnisch? Also eine Wandhöhe oder wie rechnest du dein Stockwerk? mal 32 ist auch echt krass, ne? Von der Moin, Jenny. Oh.
18. Anderthalb Wände. Mhm. Da ist was vor dir. Oh, da ist die Insel. Das ist natürlich die, wo, glaube ich, der Händler ganz oben ist, ne? Das will ich nicht ausschließen. Ich fahr zu einer anderen. Da ist kein Bock drauf. Krank sein ist scheiße. Da sagst du was. Und wie kommt, dass du dir gedacht hast, 32 mal 32? Das ist ja eine recht große Grundfläche, ne? Für so einen Leuchtturm. Ah, der Müllstrom ist 32 breit. Ist ja 32 mal 32. Ah. Ach, guck mal den. Oben schmaler, okay. Klingt auf jeden Fall logisch. Mit dem Müllstrom, also klar. Och, schon wieder im Arsch. Ja. Und ist achteckig, weil unten nicht geht, klar. Ja. Das ist auch logisch. Durch die Form kann ich überall gegenhauen und mich drehen. Ich bekomme trotzdem den ganzen Müllstrom ab. Mhm. Auch schlau. Müssen wir beim Staubsauger müssen wir echt mal eine große Batterie reinknallen, Schulle. Die ist immer so schnell leer. Ja, aber das Ding ist. Haben wir noch Titan? Na, zwei. Ich weiß es gar nicht. Müsstest du mal gucken. Ah, es sind nur noch zwei, das reicht nicht. So, der Sauger saugt wieder. So. Okay. Wir fahren jetzt sehr viele Müllwürfel. Das. Mhm. 21. Ich glaube, wir haben aber zu wenig Geld, wa?
Das könnte sein. So, hier müsste alles bepflanzt sein. Jo. Machen wir hier nochmal ein bisschen. Was haben wir hier? Ananas. Melone. AFK, ein Ziel erreicht. Nice. Hm? So. Das lassen wir mal noch aus. Ich weiß halt nicht, wie er da reagiert. So, ein bisschen Holz lasse ich mir mal in der Tasche. Aber wir können auch natürlich wieder sammeln, ne? Da wächst Ananas und Melone. Was? Du willst Ananas machen? Da wächst Honig, da hoffentlich auch. Aber sieht zumindest gut aus. Juh! Habe ich auch irgendwo noch Radieschen? Oh ja, da. Cool. Die eine Seite ist fertig. Oh nein! Ich bin vom Bord gefallen! Ich bin vom Bord gefallen! Ich bin vom Bord gefallen! Ich friss da Mann über, Mann über Bord! Mann über Bord! Hier ist keine Übung! Oh Gott! Berge werfen! Oh Gott! So, wo ist er denn? Komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Oh Mann! Wo bist du? Ah, da. Wieder drauf! Möwe! Ich wusste nicht, dass ich so schnell schwimmen kann. Das, das ist, ja, so ein Hai am Arsch, der ist schon förderlich. Ja, macht Speed. Oh. Ich dachte, da rechts ist so eine große Insel, ne? Jo. Ja, da wollen wir auch hin. Ich wollte ja mal zum Hände leer. Da ist auch großer Vogel. Ah, der ist ja immer da. Die Drecksau. Jetzt ist halt die Frage, müssen wir noch mal ein bisschen Fische angeln, damit wir Geld machen? Hatten wir dafür was? Glaube ja. Ich weiß nicht, ob wir die Köder noch haben. Ja, ich habe noch Köder. Ich angel mal eben kurz noch ein bisschen schnell. Mhm. Oh, da ist ja der Händler schon. Siehst du ihn schon? Jo. Er ist hier vorne gleich.